Bonjour, wir sommes mir vor in Suisse und mor ips, was Kinder auch gern hin, les mercredis de neige. Jede Woche den Bus nehmen und Ski fahren mit den Freunden, wenn es schneit. Ja, les mercredis de neige sind eine Tradition. Aber gibt es genauso viele Teilnehmer wie vor ein paar Jahren? Wir haben nur gefreut auf der Station vom Schnepfenried und beim Skiclub von Schlettstadt. Du Schuss! Ab dem ersten Schnee fährt es ab jeden Mittwoch. Rendezvous vom Lokal in Schlettstadt. Skischuhe wurden gleich angezogen, manchmal mit mehr. C'est la trompe angezogen. Und ab in den Autocar. Wir haben Kinder mitgenommen vor einem Jahr, Skifahren, das haben sie nicht gemacht. Und nur für das ein bisschen besser können fahren, haben wir sie hier eingeschrieben. Sie lernen es besser und voilà, sie sind mit Unterricht und ist es auf dem Niveau geht auf die. Alle Jahre und alle Woche. Die Ausflüge gibt es mit dem Ski-Club les Mercredis de Neige seit 56 Jahren. Es klappt immer noch, aber mit dem Rhythmus scolaire hat es doch schon gieren müssen. 15 Jahre zurück sind wir noch 150 Mitglieder gewesen. Jetzt sind wir nur noch 70. Sie wollen nicht den ganzen Tag fahren, sie möchten nur noch den Mittag fahren. Voilà. Warum? Weil manche Kinder sind auch mit für die Schule. Und da haben wir auch, was die kleinen Schüler anbelangt, die schaffen nicht. Aber zum Beispiel die Collégien, die haben noch bis um 12 Schule. Dann natürlich, für sie ist es interessanter. Auf die Kinder passen diplomierte Monitor vom Club auf in den Autocar. Sie sind gehört, engagiert. Ja. Es ist nicht so Leute wie gewöhnlich. Eine Schule machen. Nach der Ankunft auf dem Schnepfenried wurden die Lehrlinge in Gruppen verteilt nach dem Niveau. Erster, zweiter, dritter Stern und motivierte Anfänger. Je m'appelle Chloé, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 8 ans et demi et je suis en CE2. Il y a pas de neige, c'est bon. Allez, pousse! Voilà! Was probieren nach den Kindern beizubringen? Also zuerst, als sie auf den Ski stehen bleiben und dann, als sie auf Lippen, wenn sie gekehrt sind. Und dann, als sie drehen. Das ist das Erste. Und als sie halten, wo sie wollen. On peut aller plus souvent au ski et on peut apprendre plus vite qu'en allant une ou deux fois par an au ski. J'aime bien parce que on apprend à skier et on passe aussi des bons moments avec les moniteurs. Tu es de quel niveau toi ? Troisième étoile. Ça veut dire que tu skis bien ? Apparemment. C'est bien. Qu'est-ce qui te plaît ? Skier avec mes copains et m'amuser. Kinder von der Mercredi de Neige kehren zu den 50 bis 60 Dösig Besucher vom Schnepfenried jedes Jahr. Es ist immer gut, weil die Jungen können Minimum so 10 Sorti machen in der Saison. Die Mercredi de Neige sind halt die nächsten Clients, hein, c'est die Pépinière. Nachwuchs gibt es auch bei den Moniteuren. Der Hugo ist mit 17 der Jüngste. Er hat gerade angefangen, Snowboard beizubringen und hat selber bei den Mercredi de Neige gelehrt. Si par exemple ils réussissent leur étoile, on va être content, on aura une fierté personnelle, on se dira c'est grâce à nous. Hein. J'ai appris ici d'abord en ski, étant ski. J'ai mis toutes mes étoiles jusqu'à la flèche et après je me suis lancé dans le snowboard. Vous allez me suivre, on va faire des grands virages. Normal. Ski oder Snowboard, jeder Ausflug kostet ungefähr 30 Euro pro Kind. In Schlettstadt dauert Mercredi de Neige bis zum letzten Schnee am Ende der Saison.